dieser TikTok-Account hier. Wir haben uns. Wir verpacken jetzt eure Bestellung. Die schlimmste Retoure, die wir je. Zieht euch mal rein, was wir heute nun. Das. Laut Kommentaren sollen Takis, die aktuell am beliebtesten sind, im Ausland nur einige Cent kosten und in Deutschland für 6 Euro verkauft werden. Klingt auf den ersten Blick nach einem lukrativen Geschäft, oder nicht? Aus Neugier habe ich also auch einen Candy Shop geöffnet. Wie einfach das Ganze war und wie viel Geld ich innerhalb von einem Monat mit meinem Candy Shop verdient habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Vor über einem Monat habe ich meinen Candy Shop eröffnet. Aus diesem verlosen wir auch eine Mystery Box, bleibt also bis zum Ende dran. Und hier seht ihr auch schon unser kleines Lager. Hier sind die ganzen Verpackungsmaterialien. Da vorne die Produkte, hier werden dann die Pakete verpackt. Doch wie baut man sich so einen eigenen Candy Shop überhaupt auf? Im ersten Schritt müssen wir natürlich erstmal unseren Candy Shop anmelden. Wir brauchen unseren Gewerbeschein, wir brauchen unsere Steuernummer. Das Ganze war zum Glück nicht schwer, denn es gibt genug Tutorials im Internet. In der Zwischenzeit, in der wir auf die Rückmeldung von den Ämtern gewartet haben, haben wir unseren Online-Shop gebaut. Wir stellen unseren Online-Shop wie vermutlich die meisten auch über Shopify. Shopify hat da nämlich ganz coole Vorlagen. Es gibt Vorlagen, die kosten Geld. Es gibt aber auch Free-Vorlagen. Da wir am Anfang die Kosten so gering wie möglich halten wollen, haben wir uns für diese Free-Version entschieden. So sieht die Vorlage aus. Wir könnten hier immer so das beste Angebot einbauen. Dann könnten wir hier die einzelnen Produkte hinstellen. Kategorien auswählen, Getränke, Chips, Süßes, Saures. Und das habe ich dann auch gemacht. Die Vorlage hat mir schon echt geholfen. Im Prinzip muss ich eigentlich nur noch die einzelnen Elemente in den Shop einfügen und das Ganze nach unseren Wünschen personalisieren. Okay, der Shop steht soweit, wir haben alle Vorlagen drin, es fehlen jetzt nur noch die einzelnen Produkte und ausländische Süßigkeiten gibt es ja tausende und wir mussten uns da irgendwie für 50 bis 100 Produkte entscheiden. Zum einen, da wir natürlich nicht unendlich viel Startkapital haben und zum anderen wollten wir, dass der Shop immer noch clean und übersichtlich bleibt. Wir haben uns also auf die Suche begeben nach den beliebtesten Produkten für einen Candy Shop. Wir haben zunächst einmal ChatGPT gefragt, die Antwort war aber, ja, nicht wirklich genau. Wir mussten also irgendwie anders herausfinden, welche Produkte die beliebtesten sind. Also bin ich dann auf die Idee gekommen, auf TikTok nachzuschauen, was denn die Leute in ihren Bestellvideos immer verpacken. Denn ich wusste ja, auf TikTok gehen diese Candy Shops aktuell komplett viral und die Leute verpacken immer die Bestellungen. Das heißt, wenn ich mir also einige Videos anschaue, kann ich ja so einen Trend feststellen, was die Leute häufiger bestellen. Das war bei den Getränken vor allem dann Prime und verschiedene Fanta-Sorten. Mit den Ergebnissen von TikTok konnten wir uns schon mal einen ersten Überblick holen. Ich habe dann aber im Internet eine Webseite gefunden, die eine Geheimwaffe ist. Die Rede ist von ShopHunter.io. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden und dann hier bei AdShops einfach Shopify-Stores ausspionieren. Da habe ich mir dann einfach die größten Shops rausgesucht und konnte dann unten sehen, welche Produkte am besten weggehen. Ihr seht, blaue Takis war mir eigentlich schon klar, aber das war dann nochmal eine Bestätigung. Takis Fuego, Mystery Boxen, die Hot Chip Challenge, Calypsos, Twinkies, Schokobon Crispies. Das Ganze habe ich dann mit mehreren Shops gemacht und hatte so meine komplette Liste mit allen Produkten, die ich haben wollte. Okay, unsere Produktliste haben wir. Jetzt heißt es einkaufen. Ich habe also erstmal gegoogelt, welcher Supermarkt überhaupt Takis verkauft. Und dabei bin ich dann auf Walmart gestoßen. Walmart ist der größte Supermarkt der Welt, allerdings gibt es den nur in den USA. Eine 90 Gramm Packung Takis Blue Heat kosten dort 2 Dollar. Natürlich sind wir jetzt nicht wegen 10 oder 20 Packung Takis nach Amerika geflogen oder haben die Takis von Amerika nach Deutschland verschicken lassen. Da wären die Versandkosten bodenlos teuer. Stattdessen übernehmen Großhändler das Einkaufen. Großhändler sind private Personen oder Firmen mit sehr viel Geld, die dann vom Hersteller direkt die Takis in sehr großen Mengen abkaufen. Je mehr Packungen Takis gekauft werden, desto niedriger sind natürlich die Versandkosten pro Packung. Das heißt, wir als Candy Shop kaufen also nicht direkt aus den USA oder direkt vom Hersteller, sondern über unseren Zwischenhändler, den Großhändler. Ihr habt gesehen, dass in Amerika eine Packung Takis 2 Dollar kostet. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, zu welchem Preis verkauft der Großhändler an die Candy Shops seine Takis weiter. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ah, zeigt man nicht, damit machen wir das Geschäft kaputt. Mir scheißegal, ich zeige euch, wie viele Candy Shops die Takis einkaufen und wie viel Gewinn wir am Ende nach einem Monat gemacht haben. Ihr seht hier unsere allererste Rechnung, bei der wir Takis Blue Heat bestellt haben. Insgesamt haben wir bei unserer allerersten Bestellung 200 Packungen bestellt und pro Packung 2,89 Euro bezahlt. Achtung, dazu muss man sagen, das Ganze ist ein Nettopreis. Wir kaufen also eine Packung für 2,89 Euro netto. Dazu kommt nochmal 7% Umsatzsteuer, die wir ans Finanzamt zahlen müssen. Das wären in diesem Fall nochmal 20 Cent plus Versandkosten. Runtergebrochen pro Packung sind das ungefähr 10 Cent. Im Endeffekt haben wir also pro Packung Takis
3,19 Euro gezahlt. Hier unten sind übrigens unsere ganzen Kartons mit den Takis. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier so ungefähr 20 Packungen. Kommt drauf an, welche Sorte es ist. Manchmal sind es 18, manchmal 20. Takis, Käse, Vulcano. Dann haben wir eine weitere Kiste mit Takis. Ninja Teriyaki, das sind so mäßig Barbecue-Geschmäcker. Die stellen wir mal kurz auf den Boden und dann hier diese grauen Kartons, das sind alles Takis Blue Heat. So sehen die Packungen aus, darüber habe ich ja die ganze Zeit gesprochen. Das hier ist Vorrat, wir haben eigentlich alles eingeräumt, aber ihr seht, die Regale sind schon echt leer, das heißt, wir müssen auch bald wieder nachkaufen. Anhand von diesem Einkaufspreis mussten wir dann einen Verkaufspreis bestimmen. Der Verkaufspreis muss natürlich unsere ganzen Kosten abdecken. Wir hatten Kosten für die Kartons, für die Versandchips, Klebeband, einen Labeldrucker mussten wir uns kaufen, wir hatten monatliche Miete, Shopify-Gebühren für unseren Shop, PayPal-Gebühren jedes Mal, wenn jemand über PayPal bezahlt. Bei den Versandkosten wollen wir gar nicht erst anfangen. All das waren Kosten, die wir mit unserem Verkaufspreis abdecken mussten. Zum damaligen Zeitpunkt hat fast jeder Candy Shop die Takis für 5 bis 6 Euro verkauft. Ihr habt aber die Kosten gesehen, es ist grundsätzlich möglich, die Takis günstiger anzubieten. Und das wollten wir auch. Wir wollten unsere Produkte so günstig wie möglich anbieten. Deswegen haben wir die Takis direkt für 3,99 reingestellt. Den größten Gewinn macht man damit natürlich nicht, aber ihr habt zumindest einen guten Preis. Unser Shop stand also, jetzt hieß es nur noch, die Produkte irgendwie verkauft zu bekommen. Ich bin 500 Kilometer für Takis gefahren, um unsere allererste Bestellung verpacken zu können. Susan hat sich eine Packung Takis Blue Heat bestellt, dazu noch zwei Packungen Takis Fuego. Der ganze Candy Shop Hype ist auf TikTok ausgebrochen, deswegen mussten wir natürlich auch unseren Shop über TikTok vermarkten. Das Ganze haben wir nicht großartig anders gemacht als die anderen Candy Shops. Wir haben abgefilmt, wie wir Bestellungen verpacken. Jede Bestellung, die es dann ins Video reingeschafft hat, hat von uns ein Geschenk bekommen. Das heißt, solange unsere Kunden in die TikTok-Kommentare ihre Bestellnummer schreiben, haben wir unendlich viele Videoideen. Das haben wir dann also einen Monat durchgezogen, wir haben jeden Tag einen TikTok gepostet, die Aufrufe waren für einen neuen Account in Ordnung, aber jetzt nicht überragend. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt an, wie viel Gewinn wir in einem Monat mit unserem Candy Shop gemacht haben. Ich habe ja bereits erwähnt, es gibt mehrere Kostenteile. Zum einen haben wir das komplette Verpackungsmaterial. Dafür haben wir insgesamt 183 Euro bezahlt. Davon monatlich wiederkehrend sind 87 Euro. Den Etikettendrucker kaufen wir halt nur einmal. Aber die Kartons, das Klebeband, Verpackungschips, Luftpolsterfolie, Etiketten, das brauchen wir alles zu jeder Bestellung. Anfangs haben wir in einer kleinen Gartenhütte begonnen, sind dann aber für mehr Platz nach 2-3 Wochen schon in der Garage umgezogen. Für die Garage zahlen wir monatlich 150 Euro. Der größte und vermutlich auch interessanteste Teil von den Kosten ist der Wareneinkauf. Wir haben unsere Ware nicht nur bei einem Großhändler bestellt, sondern bei mehreren. Das schockiert mich gerade selber, wie viel wir einfach ausgegeben haben. Wir haben nur für Ware 3.929 Euro bezahlt. Das war es aber noch nicht mit den Kosten. Wir haben noch Versandkosten. Das waren nochmal 331 Euro an DHL. Im ersten Monat haben wir also insgesamt 4.594 Euro ausgegeben. Ich bin irgendwie selber geschockt, wenn ich die Zahlen sehe. Man würde jetzt denken, wer so viel ausgibt, muss natürlich auch viel einnehmen. Deswegen schauen wir uns jetzt unsere gesamten Einnahmen an. Unseren Shop haben wir am 10. September aufgemacht. Das heißt, wir betrachten den Zeitraum 10. September bis 10. Oktober. Insgesamt hatten wir 87 Bestellungen. Mal gab es gar keine Bestellung, mal hatten wir Tage mit 10 Bestellungen. Das hing stark von den TikTok-Aufrufen und von unseren Aktionen ab. Und mit den 87 Bestellungen haben wir in einem Monat, Trommelwirbel bitte, 2.667 Euro Umsatz gemacht. Für den allerersten Monat, ich bin euch ehrlich, nicht schlecht. Davon werden übrigens noch PayPal und Shopify-Gebühren abgezogen. Und rechnet man das jetzt alles zusammen, kommen wir auf einen Verlust von 2030 Euro. Bedeutet das, dass wir aktuell mit unserem Geschäft Minus machen? Natürlich nicht. Wir haben ja immer noch sehr, sehr viel Ware auf Lager. Und wenn die ganze Ware weggehen würde, wären wir dann vermutlich auch im Plus. Von heute auf morgen wird man also mit einem Candy Shop nicht reich. Damit wir aber zumindest mal ins Plus kommen, schaut gerne im Shop vorbei. Den Link findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Und wie bereits erwähnt, verlosen wir eine Mystery Box im Wert von 50 Euro. Like dafür das Video, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare Hashtag Mystery Box. Danke fürs Zuschauen.